So, hallo Leute, ich möchte heute bei der No Mirror Make-up Challenge mitmachen oder auch blind schminken, Take genannt. So, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mich noch nie blind geschminkt. Ich hätte das Ganze ja auch üben können, habe ich aber nicht. Naja, also ich fange es am besten mal an mit meinem Make-up. Erstmal mit der Grundierung vom Gesicht. Muss eben noch meinen Beauty Blender eintunken, einweichen. Mache ich schon mal meine Mischer BB-Cream auf. Ich hoffe auch, die Kameraeinstellung ist okay so. Wie gesagt, ich sehe mich nicht. Ich habe den Spiegel an den Computer gelegt, damit ich nicht schummle. Meinen Beauty Blender eben ausdrücken. 1, 2, 3. Risiko. Los geht's. Also, ich nehme jetzt mein Make-up und verteile das im Gesicht mit dem Beauty Blender. Und ich sehe nichts. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich überall hingucken soll. Ich könnte ja mal zur Abwechslung einfach in die Kamera gucken. Mache ich ja sonst nicht. Oder auf dem Fernseher. Also, wenn man nicht weiß, wo man hingucken soll, das ist ziemlich Banane. Also hier auf dem Beauty Blender schon mal Produkt, dann werde ich wohl auf der richtigen Stelle sein. Ich glaube, ich muss das Ganze ein bisschen vorsprühen. Ich bin doch die Langsamkeit in Person. So, ich denke, das ist jetzt okay. Nächste Portion auf die Nase. Wange Nummer 2. Ich könnte ja was singen. Nein, ich lasse es lieber. Dann kriege ich Schmerzensgeldforderungen. Ja. Reicht hier schon? Ja. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Da habe ich meine Brandblase. Die war weg. Aber jetzt ist da irgendwie eine Narbe oder weiß ich nicht. Da darf ich jetzt nicht so viel Make-up draufhauen. Nicht, dass sich das Ganze noch entzündet oder so. Mache ich weiter mit meinem Concealer. Jetzt schon völlig aus der Puste vor Aufregung. Hilfe. Gott. Ist gruselig. Habe ich ja noch nie ausprobiert. Angst. Erstens Angst, wie ich aussehe. Zweitens möchte ich danach noch ein Video drehen, anderes. Drittens habe ich Angst, dass ich mich irgendwie verletze. Oh Mann. Warum mache ich das? Weiß ich auch nicht. Gruppenzwang oder so. So, ich beschließe jetzt, ich bin fertig. Kein Bock mehr. Das wird schon irgendwie geklappt haben. Muss. Mache ich weiter mit meinem Rouge. Dann nehme ich eins von Catrice und meinen Rouge-Pinsel. Da fragt ihr immer, wo der her ist. Ich weiß auch nicht warum. Der ist von Rebecca Flöter. Aus dem Reise-Kit. Ja. Den benutze ich sehr gerne. Eigentlich immer. Ist auch mein einziger Rougepinsel. Trage ich mal hier auf. Ich weiß, dass das ja recht gut pigmentiert ist, aber ich gehe meistens zweimal drüber.
Von daher mache ich das jetzt auch. Oh je, die Kabel war ein bisschen zu niedrig. Naja. So. Rouge ist fertig. Kommen wir jetzt schon. Oh je, jetzt sind meine Augenbrauen. Das wird gruselig. Nehme ich mein Augenbrauen-Set von Essence. Meinen Pinsel. Und dann mische ich immer die beiden Farben. Leute, das ist ganz, ganz gruselig. Ich lasse es. Also ich male die eh nicht so doll aus, weil ich das nicht mag. Von daher lasse ich das jetzt. Puh. So, jetzt mache ich das wie Keulchen 14 in ihrem Blindschminken-Take. Sie hat ein Auge vorgeschminkt. Mit Spiegel. Damit man weiß, wie es aussehen soll. Und dann hat sie erst wieder den Spiegel weggetan und das andere Auge blind geschminkt. So werde ich das auch machen, weil ich das eigentlich ganz gut finde. Ich möchte die beiden Texte ein bisschen vermischen. Okay, also hole ich jetzt eben den Spiegel, mache die Kamera aus, schminke ein Auge vor und dann mache ich wieder weiter. Weil ich muss ein bisschen den Akku schonen. Okay, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt das Auge vorgeschminkt, so soll das dann auch gleich aussehen. Auch etwas bunt, damit es lustiger ist für euch und ja nicht so einfach. Ich muss aber sagen, ich habe ja gerade in den Spiegel geguckt, weil ich ja das Auge vorgeschminkt habe. Ich sehe schrecklich aus. Ich habe solche Rougespalten. Guckt doch mal bitte. Sieht doch fürchterlich aus. Ich sehe aus wie... Nee. Nicht mal Fieberbäckchen. Das sind einfach orangene Balken. Sieht richtig schlimm aus. Ich muss mich nachher abschminken. So gehe ich nicht raus oder so filme ich auch nicht noch ein Video. Ja. Ich fange es an mit dem Auge. Natürlich mit der Eyeshadow Base. Das wird ja wohl noch klappen. Nicht so viel. So. Dann fange ich an mit den Lidschatten. Und zwar möchte ich in den Innenwinkel zwei Lidschatten mischen. Einmal All the Glitters von MAC und Mango von Cosmetic Cosmo. Ja, dann nehme ich jetzt meinen Lidschattenpinsel. Den hier von Evelyn und mische. Und mische die beiden. Das gebe ich jetzt in den Innenwinkel. Und dann nehme ich Grüngold, ebenfalls von Cosmetic Cosmo. Und den möchte ich auf das ganze bewegliche Lid geben. Ich glaube, eine Schicht mache ich noch Grün-Gold drüber. Ups. Mein Auge. So, jetzt muss reichen. Dann nehme ich von Catrice ein Braun. Das da. Und möchte das gerne in die Lidfalte geben.
das geht auch lustig, weil der Lidschatten ist sehr gut pigmentiert, eigentlich sogar zu doll. Und dann kann es natürlich sehr schlimm aussehen gleich. So, mein Pinsel. Oh Leute, finde die Lidweite. Da müsste sie sein. So, Laura, und jetzt einfach 5 Stunden verblenden. Oh Gott, ich glaube, du bist gerade woanders hingegangen. Oh Gott, ey. Hauptsache, ihr habt Spaß. Und ich mache mich hier voll zum Affen. Gott, ich habe sogar ein paar Pinselhärchen hier abgebogen. Was habe ich denn gemacht? Hilfe. Ich habe überhaupt keinen Braun am Finger. Wo war ich denn gerade? War ich unterm Auge? Kann doch nicht. Jetzt nehme ich so einen kleinen Pinsel. Pussy's Shader heißt der. Und gehe damit ein bisschen unters Auge. Nimm auch ein bisschen von dem Braun. Da ist das Auge, da ist das Auge. Aua. So, ich lasse es. Tut weh. So, jetzt kommt der Lidstrich. Und dann nehme ich einen schwarzen Kajal von Maybelline. Habe ich mir gestern erst gekauft. Der ist aber nicht so Bombe. Habe ich gerade gemerkt, also der malt nicht so gut. Von daher wird das jetzt ein bisschen schwierig. Ich möchte damit eigentlich nur meine Wimpern verdichten und nicht so einen Mega-Lidstrich ziehen. Mache ich sonst auch nicht so gern. Aua. Aua. Irgendwie was. Scheiße, ich hab was im Auge. Ich glaube, ich habe mir eine Wimper abgebrochen. War gerade irgendwas im Auge. Ihr habt es ja gesehen, ich nicht. Toll. Autsch. Aua. Der Stift ist einfach. Böse. Der tut richtig weh, Leute. Kauft euch den nicht. Das ist der Maybelline Expression Kajal. Gentle Precision Eyeliner. Oh, der tut irgendwie weh. Aua, ich lasse es. Mein Auge tut weh, bevor ich mich noch mehr massakriere. Oh Mann. Ja, dann bin ich auch schon fast fertig. Ich nehme jetzt mein P2 Kajal in Hautfarben, weil ich wollte eigentlich braun nehmen, aber ich glaube, braun wird jetzt zu dunkel. Das ist mir dann zu dunkel, das Augen-Make-up. Aua. Aua. So, irgendwie werde ich jetzt schon die Wasserlinie getroffen haben. Es tut weh. Ich bin wehleidig, ich weiß. So, und jetzt noch die Wimpern tuschen. Oh Gott, ey. Ich sehe scheiße aus. Huh. Bitte nicht ins Auge ran. Wimpern. Da sind meine Wimpern. Da. Oh Gott, ich glaube, das war die Nase.
So. Bin ich eigentlich schon fertig? Kommt nur noch eben der Lippenstift von Catrice ein. Nude Tone. Oh, jetzt. Ich habe Mascara an der Nase. Ja, wie schön. Zumindest habe ich gerade auch Spaß am Finger. Ganz toll. Toll gemacht, Laura. So Leute, ich bin jetzt fertig. Ich ahne sehr Böses. Also hier habe ich irgendwas an die Nase geschmiert. Der Kajal wird auch sonst wo sein. Ja. Ich hole jetzt den Spiegel. Auf geht's. Okay, ich habe jetzt den Spiegel in der linken Hand. Und ich gucke jetzt rein. Oh! Gott! Was habe ich gemacht? Heiliger Bimbam. Oh Gott. Also, halten wir fest. Ich habe das Braun ist erstmal ein bisschen zu doll. Zweitens ist es hier so weit runter. Drittens, der Kajal ist ein Stück zu weit oben. Man sieht noch die Haut zwischen Wimpern und Kajal. Viertens, ich muss mir hier irgendwas hingeschmiert haben. Ich werde ja gleich sehen beim Schneiden. Fünftens, ja, die Lidschatten gehen. Also das Grün und das Orange sind gut. Dann habe ich den Lippenstift nicht ganz auf den Lippen, bisschen zu weit unten. Ja. Das Rouge ist natürlich sehr grenzwertig. Hier dieser ganze Balken. Das Make-up sonst habe ich ganz okay. Concealer auch. Mascara habe ich getroffen. Meine Augenbrauen, hier ist so ein komisches Zeug. Und hier ist ein Stück zu weit oben. Aber es hätte schlimmer ausgehen können. Aber es hätte immer noch schlimmer sein können, denke ich. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich werde jetzt noch ein Foto machen für das Thumbnail. Oder vielleicht noch ein paar Nahaufnahmen, damit ihr euch noch mehr beümmeln könnt. Ich hoffe, es hat euch, ja, unterhalten, das Video. Ich weiß jetzt, dass ich mich nicht mehr blind schminken werde. Wenn ich irgendwann keinen Spiegel habe, dann werde ich mich einfach gar nicht schminken. Aber nicht mehr blind. Das steht fest. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.